So, weiter geht's bei Let's Play FIFA. Nee, nee, natürlich nicht FIFA. F1, 2012 natürlich. Ja, wir sind erster, drücken jetzt irgendwann. Oh, und auto save. Ja. Monaco. Und es soll ein bisschen regnen. Wir müssen allerdings nur 19. werden gegen die Runde. Aber jetzt gilt's. Ja, weil die 1,25 von Alonso war mal nichts. Jetzt mit weichen, also mit super weichen Reifen quasi unterwegs. Jetzt müsste ja vor diesem Pulk noch rauskommen. Und das schaffen wir nicht. Oder doch, der Glock bleibt langsamer. Okay, Flügel schon wieder runter. Na toll. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Jetzt komm, ich will die Kurve kriegen. Ich krieg sie nicht. Wie vielleicht, ja. Die geht auch nicht. So, was ist das für ein langsames Auto von mir? Die Reste aus dem Weg, und vor allem man kann hier fast nicht überholen, danke die Reste. Aber wahrscheinlich auch diese Einführungsrunde. Die Glock eben auch. Aber die Zeit ist nichts wert. Wow. Wir müssten jetzt eigentlich schon im Ziel sein. Okay, ein bisschen besser als im Training ist hier auf jeden Fall. Das ist eine Abkürzung. So, jetzt schauen wir, was die Zeit wert ist. Ich glaube, nichts. Denn... ja, 0,8 Sekunden sind es nur. Sollen wir da nochmal rausfahren? Es ist zwar knapp, aber ich glaube, wir müssen drinnen bleiben. Ja. Erster in Monaco. Also bis jetzt. Fortsetzen. Gute Arbeit. Und Q2. Und wir sind ja eigentlich schon 19. jetzt. Also besser als 19, weil wir sind jetzt schon mindestens 17. Kriegen wir das nochmal hin? Ich glaube, die Gegner sind auch ein bisschen schlecht, oder? Also die anderen Fahrer, vielleicht habe ich die KI, ist die KI runtergestellt? Kann das sein? Nein, ich bin nur mal immer fortgeschritten, nicht im Halbprofi oder wie heißt denn das? Also die zweitbeste Stufe spielen wir normal immer. Weltklasse, oder? Weil Legende dann gibt. Weltklasse, dann gibt's Legende. Nee, ich weiß es nicht. Irgendwie war das schon wieder klar. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Das war auch klar. Reifen blockieren. Hier treibt es mich ja gewaltig raus. Ich weiß, dass ich hier bei dieser Schikane richtig früh schon bremse, aber ich gehe halt gern aus Nummer sicher.
Okay, das kostet natürlich jetzt eine Menge Zeit. Und wir gehen zurück in die Garage. Und schauen, wie viel Zeit noch bleibt. Boah, 3 Minuten. 3:47 geht schon. Hauptweg wartet. Wir bleiben noch 7 Minuten. Es reicht für eine Runde. Wenn wir keinen Verkehr haben. Okay, geht. Wenn du nicht mindestens Zehnter wirst, kommst du nicht in Q3. Gib dein Bestes. Ja. Wieso war das gerade klar? Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Wow. Blockieren die Räder wieder. Nein. An die Zeit von Master müsste ich eigentlich rankommen. Wenn nicht alles schief läuft, müsste ich an die Zeit von Massa eigentlich rankommen. Naja, eigentlich. Eigentlich! Was mit den Bremsen auf. Bremsen nach hinten haben mich jetzt ganz schön rausgebracht. Das. Du hast dir den Frontflügel ganz schön ramponiert. Wenn du willst, kannst du. War dann auch nichts. Okay, jetzt müssen wir es beheben. Wir haben nur noch 4 Minuten, glaube ich. Und wenn die Reparatur jetzt 3 Minuten dauert, dann haben wir ein Problem. 3 Minuten. Das heißt, wir schaffen es nicht mehr. Ja, ich schaffe es nicht mehr. Und dann ziehen wir uns Startplatz 17 beim Rennen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Killer Patty.